Herzlich willkommen im Better Rapper Löser von mir, für euch, meine Damen und Herren. Heute schauen wir von zugezogen maskulin Uwe und Heiko an, produziert von Silco Soft. Nicht verwechselt mit, na gut, scheiß drauf. Dieser Vorschlag kam von Gruppenzwang Untergang. Also ich habe gerade hier gesehen, dass sind mehrere Songs von zugezogen maskulin. Ich dachte, das sind irgendwie viele Videos. Aber das sind alles einzelne Songs wie Der müde Tod, Undercut, Templer Block, Ratata im Bataclan und so weiter und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. So, wir geben uns aber jetzt Uwe und Heiko. Warum nicht? Ich würde sagen, kick it! Okay, die 20-Sekunden-Regel muss natürlich eingehalten werden, auch bei den Rappern. Alter, der Beat. Alter, der ballert heftig. Rücken eincremen, lass uns von den Reichen wer sich schlappen. Die Nachbarn gehen baden und wir plündern ihre Taschen. Zum Freibeuterlager folgt man dem Geruch von Haschisch. Dann Fechtkampf mit Totschläger, wieder bricht ein Glastisch. Gekarasierte Riesen aus bunten Legebatterien. Klare, lange Sommernächte, in denen es schreit und die Veilchen blühen. Wir marodieren durch die Ruinen vom Stasi-Knast. Jemand schaut herab wie König Ozymandias. Hansa wieder abgekackt, kein Trost mehr in den Flaschen. Aggressiver Rap? Also ich habe von zugezogen maskulin noch nichts gehört. Na, kein Song. Wahrscheinlich irgendwie unterbewusst mal vielleicht. Aber ich kenne nichts von denen. Ihr wisst Bescheid. Deswegen, der Flow erinnert mich ein bisschen an den sixten Part. Ich weiß nicht. Wie ist der Song? Er will Sex, glaube ich, von Nura, der Part, irgendwie. Ist jetzt vom Rap-Stil her, erinnert mich das sehr stark daran. Was ich natürlich jetzt nicht schlecht finde. Nicht, dass sie irgendwie abgekupfert haben oder irgendwas. Mich erinnert bloß der Rap-Stil daran. Auch die Betonungen. Er will mich... Ja, genau. Er will Sex sein, aber okay. Gekackt, kein Trost mehr in den Flaschen. Ich zieh dich vom Balkongeländer mit nassgeweihten Backen. Die Volkswerft ging pleite im Konflikt mit dem System. Ich spiel auf dem Uranienplatz und du willst die AfD. Kappa. Das ist noch gar nicht lange her. Nur eine halbe Ewigkeit in einem anderen Leben, in einer anderen Zeit. Das ist noch gar nicht lange her. Nur eine halbe Ewigkeit, jetzt nicken wir uns zu und gehen einander vorbei. Das ist noch gar... Der Sichtausdruck ist so viel... Da könnte man so geile Memes draus machen, egal, scheiß drauf. Ich sag mal so, die sind eigentlich, so wie ich das jetzt sehe, wie den ganzen Ausdruck erzählt, die sind mit Herzblut dabei. Gehen einander vorbei. Das ist doch gar nicht lange her. Nur eine halbe Ewigkeit, doch das Gift in mir gibt weiter. Es geht nie wieder vorbei. Das ist doch gar nicht lange her. Du willst Gruselgeschichten hören, ich kenne eine Menge. Über Penner mit der Software quälen, lachen, wenn sie flennen. Spatzenflügel brennen, Katzenknochen brechen. Frösche fangen nur, um ihnen die Augen auszustechen. Okay. Ich glaube, den Song muss ich öfters hören und mehr auf mich wirken lassen. Wie gesagt, ich höre das Ding zum ersten Mal. Ich kenne von zugezogen maskulin nix, nothing. Deswegen, wenn ich jetzt irgendwie manchmal ab und zu mal Scheiße rede, liegt das daran, dass ich davon nichts weiß. Aber ich finde den Rap-Stil, den Beat und das ganze Video finde ich nice. Deswegen gibt es ein Like und ein Abo. So. Geht übelst nach vorne.
aggressive Stimmlage in den Parts, also beim Rap allgemein. Die Hook ist ein bisschen von den einen Typ so ein bisschen melancholisch gehalten, ein bisschen ruhig, und der andere rastet komplett aus. Also so ein bisschen Kontrast, finde ich mega geil. Aber jetzt die ganzen Lines jetzt so normal zu erfassen, ist jetzt für mich jetzt ein bisschen schwer. Die Augen auszustechen, wollten Türme brechen und Gewalt regnet nach unten auf die Väter, Mütter, großen Brüder vorm Ausbrennen Hunde und verzeucht am Ende uns. Warum zum Fick? Alter, ich so kotzen, ey. Wollten Türme brechen und Gewalt regnet nach unten auf die Väter, Mütter, großen Brüder vorm Ausbrennen Hunde und verzeucht am Ende uns, wenn wir in 10 Stunden hängen und den Schwächsten von uns opfern, um uns selber abzulenken. Die Luft riecht hier nach Meer und Moor, manchmal auch nach Fichten, aber in uns ist ein Gift, das alles zwischen uns vernichtet. Ich bin lange weg, fast eine halbe Ewigkeit, doch das Gift in mir glimmt weiter, es geht nie wieder vorbei. Das ist noch gar nicht. Ich bin minimal sprachlos. Ich weiß echt nicht. Also die Parts, so wie die sind. Nice. Und nein, ich gebe keine Analyse. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr Huren. Deswegen mache ich ja das Intro. Immer vor einem Video. Verdammte Axt. Wenn Sie Fragen haben und Nachwirkungen empfinden, fragen Sie den Arzt und Apotheker. Das ist noch gar nicht lange her. Nur eine halbe Ewigkeit in einem anderen Leben, in einer anderen Zeit. Das ist noch gar nicht lange her. Nur eine halbe Ewigkeit, jetzt nicken wir uns zu und gehen einander vorbei. Das ist noch gar nicht lange her. Nur eine halbe Ewigkeit, doch das Gift in mir gibt weiter, es geht nie wieder vorbei. Das ist noch gar nicht lange her. Und warum heißt der Song jetzt Uwe und Heiko? Hab ich die Line verpasst? Oder sind das irgendwie beide in dem Sinne Uwe und Heiko? Oder vielleicht kennen die ihn, Uwe und Heiko, und haben irgendwie die Story von denen gerappt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Das ist noch gar nicht lange her. Nur eine halbe Ewigkeit in einem anderen Leben, in einer anderen Zeit. Das ist noch gar nicht lange her. Nur eine halbe Ewigkeit jetzt. Mir nervt das. Mann, ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht komplett. Ich müsste jetzt hochziehen, dann wenn das Video anfängt, müsste ich wieder runterziehen. Ey, dieses beschissene Hin- und Her-Switchen von den scheiß Videosequenzen. Warum nicht? Ja gut, scheiß drauf. Wie man so eine krasse Atmosphäre schaffen kann, nur wenn man in so einer Schwimmhalle ist. Die sind nur in einer Schwimmhalle. Und da kommt eine übelste Atmosphäre runter mit der ganzen Mimik, die die da machen, mit den ganzen Aktionen etc., mit dem Text noch zusammen. Nicht schlecht, mein Freund. Darüber muss ich mal Gedanken machen, ey, das ist nur eine Schwimmhalle. Und da kommt so eine aggressive und Atmosphäre rüber, das ist schon krass. Wir uns zu und gehen einander vorbei. Das ist noch gar nicht lange her. Nur eine halbe Ewigkeit, doch das Gift in mir gibt weiter, es geht nie wieder vorbei. Das ist noch gar nicht lange her. Schon hart, Alter. Der Beat ist hart. Jetzt sind gut mit den Autotune am Ende jetzt. Komm drauf geschissen. Es ist jetzt nicht schlecht eingesetzt. Die tun ja doch, es ist noch gar nicht lange her. Einfach nur bitte mit Autotune unterlegt. Finde ich nice, so als Eyecatcher. Also, beziehungsweise als Earcatcher. Kann man machen. Das ist noch gar nicht lange her. Das Album kam letztes Jahr aus, 2017. Achso, hier sind die ganzen Empfohlen. Aha. Und den Lobengang, bla bla bla, normale Musik, Team Coco.
Weg damit. Am 20.10.2017 kommt das Ding raus. Alle gegen alle. Okay, und dann, oh gut. Bitte Credits da lassen. Haben die Texte nicht selber geschrieben? Hier steht Lyrics bei Grimm 104 und Testo. Vormusik? Die sind unter Vormusik? Scheiße. Aber das ist dann wieder so ein Fall der Beigeschmack. So, ist schon wieder so, Oder sind die Rappernamen von den zwei, was ich natürlich jetzt nicht denken kann. Aber das ist immer wieder so ein feiner Beigeschmack. So, Lyrics sind selber geschrieben. Krass, die sind echt schon noch vor Musikvertrag. Ihr wisst, was ich meine. Gut, nichtsdestotrotz, weiß ich jetzt, ne? Also ich denke, wenn es da steht, würde ich sagen, dass die es nicht selber geschrieben haben. Was ich natürlich schade finde, was natürlich jetzt nicht abwertend von den Jungs sein soll. Viele Pop- und Schlagersänger schreiben ihre Texte nicht selber. So wie manche Rapper auch die Texte nicht selber schreiben. Kappa. Und trotzdem, Beats, Baller, die ganze Atmosphäre, die Parts, mega krass. Wie gesagt, ich hab's ein Like gegeben, ich hab den Jungs sogar ein Abo dagelassen. Danke für den Vorschlag, Gruppenzwang Untergang, mega nice. Für euch ist das, wenn ihr das nochmal anhören wollt, alles unten in der Infobox verlinkt. Song wie Kanal. Kommentare könnt ihr gern alles schreiben, was ihr möchtet, aber sachlich bitte. Sonst suche ich sie halt ignorieren, wenn es halt Schwachsinn ist. Manchmal mache ich schon Witz draus und antworte auch den Hatern, beziehungsweise die Scheiße schreiben. Gute Kommentare schreibe ich, wenn ich die sehe und sehe halt. Ich habe wieder aktiv wieder mal ein paar Kommentare geschrieben. Keine Ahnung, 20 oder so. Somit habe ich mehr Kommentare geschrieben als die ganzen anderen großen YouTuber. Und die eigenen Videos. Ah, nice. Zero Zucker. Das passiert, wenn man in Kaufland geht und einfach die falsche Sixpack greift. Geiler Typ. In dem Sinne, wisst, was in den Kommentaren soll. Ihr wisst, was ihr in der Infobox finden wird. Also, werdet. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, macht irgendwas Sinnvolles. Und natürlich, bis zum nächsten Video. Ihr Ficker.